Ich bin der Star und Danny wird ganz allein mein Publikum sein. Ach, und wir sind nicht dazu eingeladen? Nein, nur Danny. Das wird eine Nacht, die er niemals vergessen wird. Also, kannst du Molly mal eben fragen, ob sie mir die Fächer leiht? Sag ihr, ich würde sie gut behandeln. Soll ich schnell mal rüberlaufen und sie fragen? Ach, ja, könntest du. Ich bin nämlich in der Telefonzelle und möchte mich nicht nochmal neu anstellen. Okay, klar, Sekunde. Oh, es wird bestimmt nicht mehr lange dauern. Ist schon gut. Meine Freundin, die holt nur ein paar Fächer für mich zum Tanzen, zum Fächertanzen. Ja, ja, ich verstehe. Wissen Sie, ich tanze. Sie tanzen mit Fächern? Ja, genau. Finde ich toll. Ist was los? Nein. Wirst du belästigt? Oh, nein, Danny, nein. So, dann ist ja gut. Ah, Moment, Sie sind doch David. Hasselhoff, ja. Ja. Wie geht's Ihrem Wagen? Ich meine, haben Sie ihn dabei? Nein, nein, ich habe ihn im Atelier gelassen. Ja, klar. Jade wird ein großer Star werden. Oh, Danny. Doch. Ich meine, ich möchte zum Fernsehen oder zum Film. Oder ich würde alles annehmen. Die kleinste Rolle ist mir egal. Jade. Nein, sie hat vollkommen recht. Ich wünsche ihr viel Glück. Oh, danke. Wirklich, ich bewundere Menschen, die Ehrgeiz und Schwung haben. Schwung? Ich habe Schwung. Ich habe genügend Schwung für eine Bruchlandung. Aber eins müssen Sie wissen, in Hollywood einen Fuß zwischen die Tür zu kriegen, ist verdammt schwer. Das ist Knochenarbeit, nicht wahr? Na, harte Arbeit. Und das über Jahre. Und glauben Sie mir, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir arbeiten manchmal die ganzen Nächte durch. Das verstehe ich. Ich verstehe. Und Glück. Man braucht auch sehr viel Glück. Wissen Sie, wie viele begabte Schauspieler als Kellner jobben, damit sie was zu essen haben? Glauben Sie mir, ich weiß, wie es ist. Ich war einer von Ihnen. Jade? Jade, bist du noch da? Oh, Laken? Oh, ich dachte, du hättest aufgelegt. Ich habe die Fächer hier bei mir. Oh, super, klasse, toll. Ich gehe zu einem anderen Telefon. Nein, ich bin fertig. Wirklich? Ja. Sind Sie sicher? Aha. Danke. Kommen Sie rein. Hallo? Hallo? Wer ist das? Sie sind bestimmt Laken. Ja, ja, die bin ich. Aber was ist dort los? Ich bin ein Freund Ihrer Freundin und sie hat offensichtlich den Hörer nicht aufgelegt, bevor sie gegangen ist. Kann ich Sie noch eine Sekunde sprechen? Einen Augenblick, Laken. Hier. Ja, danke. Darf ich mal? Laken? Weißt du, wer das gewesen ist? Weißt du, mit wem du geredet hast? Nein. David Hasselhoff. Ist das nicht Wahnsinn? David Hasselhoff? Ja. Okay, bis gleich. Oh, meine Tasche ist runtergefallen. Oh, danke. Oh, das tut mir aber leid. Ich bin so ungeschickt. Könnten Sie ganz ruhig so stehen? Nur für eine Sekunde? Ja. Ich bin gerade gestorben und schon im Himmel.